Neumann. Hallo Marlon, kannst du dich schon mal hoch zum Feld stellen? Heute Mittag soll das Wetter ein bisschen besser werden. Ja, ich bin unterwegs. Zuerst die 15. Okay, was Gut. gemacht? Wo ist eigentlich die Anfahrt? Da musst du über Feld, neben Feld 16 hochfahren. Ach so, beim hinterm Shop. Hinterm Händler, Okay. genau. Gut, bis dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Hans? Ja. Können Sie mal das Tor aufmachen, bitte? Möchte gern Aber raus. ich habe erst ab 8 Uhr offen. Sorry. Ja, warte, ich stell kurz beides raus, dann kannst du wieder zumachen. Alter, der Ladewagen ist ja schon ein bisschen groß, ne? Aber passt gerade noch so. Ja, hat Fenster. Der ist ja auch ein Fan, du Held. Du Held. Ein Superman, ja. Von wem ist denn eigentlich das Auto hier? Ist das ein Neumann seins? Ich weiß es nicht. Nachdem der Weißt du? vorhin ja schon mit dem Dings da gefahren ist. Ey. Gut, bis dann, tschüss. Danke. Stelle ich nämlich da schon mal den Anhänger hoch. Stelle ich Anhänger hoch und Ladewagen hoch. Dann müssen wir vielleicht mal kurz zu den Schäfchen gehen. Um da sauber zu machen. So, ich hoffe mal, dass ich jetzt hier müsste ich eigentlich zu 15 kommen. Aber ist das schon die 15 hier? Warte mal. Muss ich gerade mal nochmal gucken. Ah ja, okay. Wende ich gerade mal. Oh, der hat sogar ein Ideal, oder was? Hallo. Hallo. Ja, ist ein Riesenteil. Was hast du denn da? Ideal. Ideal 9T, ja. Heftig. Aber du, Ja. Ja. hättest ja auch ein gescheites Schneidwerk kaufen können. Eins in Wagenfarbe sozusagen. Ja. Weil das gibt's hier von einem, von so einem Tuning-Spezialisten. Namens Varuna LP, ne? Ja, Naja, habe wenn man ich da in gehört. den Shop geht, unter Fahrzeuge, Werkzeuge. Nee, gibt es nicht. Hä? Nee, gibt's nicht hier. What? Haben wir das hier nicht auf dem Server? No. Okay, aber wenn ihr es haben wollt, dann auf Modhoster mal gucken. Gibt es nämlich. Okay, gut, wenn es los, wenn es fertig ist, wenn es aufgehört hat, um 12 rum soll es aufhören. Kann ich nochmal mit runter zum Händler nehmen, da musst du nicht so weit laufen. Ja, das wäre nett. Gut, dein Dienstfahrzeug steht nämlich da, glaube ich, auch noch. Das ist mein Lieblingsfahrzeug. Meins ist es nicht. Und der Hans hat auch seins. Ja, dann muss es meins sein. Jo. Hast du den Drescher ausgemacht? Warte, ich guck noch mal.
Schlüssel ist aus, ja. Okay. Gut. Dann, ich habe ja nämlich jetzt den Fendt-Ladewagen geholt. Vielen Dank nochmal für die 80.000, ja. Bitte, bitte. Und dann hat es noch für den Joskin gereicht. Weil einen Anhänger hatte ich auch noch nicht. Ja, ich unterstütze gerne. Ja, das freut mich. So. Warte mal. Ach so, wir können gerade nicht ernten, weil es regnet. Jetzt war ich gerade voll verwirrt. Da dachte ich, ey, warum erntest du nicht? Weil es nicht geht. Nee, das ist nicht gut für die Ernte. Was will denn der jetzt schon wieder, ey? Oh, immer nervt er. Jürgen? Moje. Was ist los? Wegen der Wiese von uns zwei. Jo. Hast du gleich was zu tun? Ich muss jetzt noch meinen Ladewagen abholen, meinen neuen. Also, weil, dann könntest du eventuell mähen, weil ich würde jetzt gleich meine Felder dreschen. Ja, Regen ist erst Mittag vorbei. Erst Mittag? Jo. Ja, dann könnte ich noch mähen. Wenn du willst, kannst du das dann einsammeln. Also wahrscheinlich so vielleicht gegen 10 ist der Regen vorbei. Ja, das schaffe ich noch. Ja. Dann würde ich mähen, dann könntest du ja eventuell einsammeln. Ja. Okay. So, ist nicht hier angesät. Wie, was ist wo angesät? Hier nebenan, beim Hans. Hopfen. Na, was Hopfen. Denkst denn du, was der sonst anpflanzt? Hopfen, Hopfen ist aber logisch. Ich will jetzt sein eigenes Bier machen. Vermutlich. Wenn er so schon... Der ist aber hoch, der Hopfen. Ja, übelst. Sieht aber cool aus, wenn man ihn drischt. Ich hab den noch nie gesehen, wenn man ihn drischt. Ich schon. Ich weiß schon, wenn der Hans hier am Dreschen ist. Groß genug das Feld. Hoffentlich ist er nüchtern, sonst fährt er Schlangenlinie. Das sieht bestimmt geil aus am Ende vom beim Feld. Dass so eine Schlangenlinie drin ist. Ja. Kornkreis ist selbst gemacht. Sieht ja schlecht aus hier. So, ich hoffe mal, dass es mit dem Synchronisieren jetzt klappt, weil vorhin hat es nicht geklappt. Ja, schon. Aber es sieht mir schon wieder zu lang aus. Aber der Lamborghini, den du hier hast, der ist auch schön, ne? Ja, der Schmuckstückscher. Wie schnell fährt der? 60. Was geht hier noch? 60? Jo, ist ein Lambo. Ja, wie mal Fendt fast. Ja, 63 fährt er auch. Ich wollte einen, der schnell genug ist und der ein bisschen Leistung nach oben noch haben kann. Da müssen wir mal gucken, ob du in den nächsten Wochen mir irgendwie da noch den großen Motor einbaust. Könntest schon mal bestellen, denn 250 MVT heißt der, glaube ich. Jo, war denn dann bestellt ich den gerade auf dem Tablet? Jo. Dann würde ich irgendwie... Größten, ne? Jo. Ja. Wahrscheinlich so nächste Woche mal bei dir vorbeikommen. Übermorgen da, glaube ich. Ja, so schnell habe ich die Kohle noch nicht besser. Ich muss erst ernten. Ja, 4 Tage ist er da. Okay, ja, das passt. Nach Weihnachten dann, das reicht. Ja. Ach so, Weihnachten. Genau, muss ich auch noch ein Rundmail schreiben. Jo. Du wolltest irgendwie ein Fest machen, gell? Ja, ich habe alles vorbereitet. Okay. Jo. Ja, nächste Woche ist ja schon Weihnachten. Dienstag, ja, eine Figur gebaut oben. Hier oben beim Sepp, weißt du, bei dem Gasthaus. Ah ja, okay. Da habe ich eine Figur, eine riesengroße gebaut. Kies hingekippt für den Parkplatz, alles drum und dran. Hm. Also schon auf Weihnachtsfest da gemacht. Sieht schon ganz gut aus. Okay.
kriegt der das halt irgendwie noch hin. Der soll wieder disconnecten und es nicht nochmal probieren. Das nervt. Marlon, sagst du Bescheid? Es sind jetzt schon 10 Minuten, die da drauf gegangen sind. Das gibt's doch nicht, ey. Ah, schlimm. Was mit dem LU oben bei deinen Feldern, bei den Pacht? Wie? Gerade. Ja, die sollen mir das ernten. Ich hoffe, dass die Zeit reicht, aber die haben einen großen Drescher, das können die hinhauen. Ja, die haben den Ideal auch, ne? Jupp. Ja, hoffentlich kriege ich meine 3 Felder geerntet, ey. Ja, allein wird schwer. Aber du hast ja den Schmitz noch bei dir, oder? Ne, der hat Feierabend, der muss hat noch einen Arzttermin oder so. Ja. LU. Ah, ich hab ja auch den Ideal. Jo, aber du, ich muss weiter. Jo, ich auch. Tschö. Ich auch. Tschüss. Du hast Vorfahrt. Achso, der fährt woanders hin. Alter Falter. Sowas ist nervig einfach nur. Ja. Apropos, ich müsste mein Feld auch noch ernten. Eieiei. LU. Ja. So. Das bin ja ich. Achso, stimmt, da war was. Alter, jetzt. Eieiei. Warum steht eigentlich sein Parkplatz voll? Der hat ja gar keinen Parkplatz. Spring mal schnell raus, halten auf. Sonst fährt er weg und das Tor ist zu. Tschö. Park nur. Ah, okay. Alter, was? Aha. Ich muss da noch rein. Ja, du musst mit ihm reden, sonst fährt er weg. Ja. Ich bin weg, bis dann, tschö. Tschüss. So, dann fahren wir nämlich gerade mal runter. Weil das Stroh kann ein bisschen liegen, das ist gar nicht so schlimm. Das hat sowieso zu viel Feuchtigkeit für die Pelletfabrik erstmal. Und deshalb kann ich dann erstmal das Gras aufsammeln. Das ist eigentlich ganz okay. Vielleicht fängt er ja gleich an zu mähen. Hoppala. Gerade nochmal abgefangen hier. Ich weiß es gar nicht mehr, was er gesagt hat, ob ich mähen soll oder er. Ob er mähen will. Guck mal gerade nach den Tierchen. Wasser brauchen die. Ja. Olga! Jo. Du hast ein Schloss hier auf deinem Schwader drauf. Moment.
komm gerade rüber gleich. Moment. Oh. So, Moment. Mal ich grab mal weg hier. Jo. So, nur. Jo, merci. Bitte, tschö. Jo. Also du mähst jetzt und schwadest. Ja. Okay, passt. Ich mach gerade noch ein bisschen Wasser hier rein und dann geht's jo, los. Die saufen mir das Geld vom Kopf. Ich mir den Ladewagen und dann machen wir das. Ich kann es gar nicht einlagern, fällt mir gerade ein.